Gemütsruhe. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und Fähigkeiten. Gemütsruhe ist eine Fähigkeit, die man kultivieren und entwickeln kann. Gemütsruhe ist eben die Ruhe des Gemütes. Und Gemüt, das ist die Psyche, das Denken und das Fühlen. Gemütsruhe ist etwas, was zum einen eine Grundeigenschaft des Menschen ist. Es gibt Menschen, die sind eher begeistert und haben Gefühlsüberschwang und so weiter. Und es gibt solche, die haben eine Gemütsruhe. Es gibt die Choleriker, die regen sich über alles auf. Sie können leicht Ärger und Zorn empfinden. Es gibt andere, die sind vielleicht so ein bisschen ängstlich, haben Angst und Furcht und Lampenfieber. Und es gibt solche, die vielleicht eher zu Melancholie neigen, also irgendwo Schwermütigkeit. Und dann gibt es die Menschen, die Gemütsruhe haben und auch eine Gemütsruhe ausstrahlen. Gemütsruhe ist oft auch ein Ausdruck von Weisheit. Man versteht vieles, man hat schon einiges erfahren. Oft sind es weise Menschen, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, die solche Gemütsruhe haben und Gemütsruhe ausstrahlen. Man würde nicht ein 7-8-jähriges Kind sagen, es hat Gemütsruhe. Passt zu Kindern nicht so ganz. Aber ein 40-Jähriger, noch mal ein 50- oder 60-Jähriger, der kann schon eine Gemütsruhe ausstrahlen. Gemütsruhe, also nicht Trägheit, nicht Faulheit, nicht Niedergeschlagenheit, sondern seine innere Ruhe, die aus einem Verstehen kommt, aus einem Verständnis, einem Vertrauen und auch einer langfristig wirkenden Kraft. Gemütsruhe ist insbesondere etwas, was sich bewährt, wenn Dinge schief gehen. Zum Beispiel, man wird angegriffen von jemandem in einer Besprechung oder auch in einem irgendwo kleinere, größere Besprechung und irgendjemand schimpft auf einen oder wirft einem etwas vor. Wenn es einem dann gelingt, in aller Gemütsruhe zu reagieren, dann hat man seine Würde bewahrt. Wenn man Haltung wahrt, Kontenance wahrt, mit Gemütsruhe dort reagiert, dann prallt das letztlich ab. Man hält seine Würde. Oder auch wenn Dinge schief gehen, dann ist auch manchmal, gut, manchmal muss man auch schnell sein. Also zum Beispiel, wenn es brennt in deiner Wohnung, musst du schnell raus. Aber manchmal gilt auch dort, in aller Gemütsruhe zu reagieren. Kurz überlegen. Gibt es ein Haustier, das deine Hilfe braucht? Oder noch wichtiger, ist dort ein Kind oder ein alter Mensch, der im Haus ist, der Hilfe braucht? Oder gäbe es die Möglichkeit, das Feuer zu löschen oder die Feuerwehr zu rufen? Also manchmal hilft es, in aller Gemütsruhe das zu tun, was nötig ist, anstatt zu früh in Panik zu geraten. Gemütsruhe hat als tiefe Basis ein Vertrauen, dass hinter allem eine göttliche Wirklichkeit ist. Gemütsruhe hat als tiefe Basis, dass deine wahre Natur eins mit dieser Weltenseele ist. Gemütsruhe kommt aus dem tiefen Vertrauen, dass letztlich dir nichts passieren kann. Und aus dieser tiefen Gemütsruhe heraus kannst du dann tun, was deine Aufgabe ist. Du kannst deinen Pflichten gerecht werden, du kannst anderen helfen und dienen und du kannst lernen. Aber aus diesem tiefen inneren Vertrauen kommt Gemütsruhe und Gelassenheit. Das waren einige Gedanken zur Gemütsruhe. Vielleicht hast du auch einige Anregungen dazu. Dann schreibe doch. Schreibe einen Kommentar auf YouTube, auf iTunes, auf unseren Blog oder das Podcast-Verzeichnis, wo du diese Hörsendung gehört hast. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.